Herzlich willkommen zu Scudetto TV. Und nicht nur, weil gerade Buchmesse in Frankfurt ist, verzichten wir hier und heute komplett auf Kevin Kurani. Diese Woche kommt auch das neue Buch des Journalisten Ronny Blaschke heraus. Es heißt Versteckspieler. Und ich vermute mal, dass das Buch für einige Aufregung sorgen wird, denn das Thema des Buchs ist überall auf der Welt noch nicht zu Ende diskutiert worden. Es geht um den schwulen Fußballer Markus Urban. Doch, hören Sie selbst. Es geht, wie gesagt, um Markus Urban, der mittlerweile 36 Jahre ist, galt als einer der großen Nachwuchshoffnungen in der ehemaligen DDR, hat auch in der Kinder- und Jugendsportschule trainiert, 7 Jahre lang, was heute die Eliteschule des Sports hier ist, damals aber relativ streng, relativ rigide, und da hat die DDR versucht, ihre sportletzte Staatsbotschaften aufzubauen. Und in diesem Umfeld hat er gemerkt, dass er anders war, dass er schwul war, und der Prozess, das zu verheimlichen, ist relativ spannend. Das druckfrische Werk von Ronny Blaschke gibt es übrigens zweimal hier zu gewinnen. Einfach eine Mail an die unten eingeblendete Adresse schicken. Viel Glück. Diese Woche findet ja auch in Frankfurt die Buchmesse statt. Und aus diesem Anlass haben wir unsere Außenreporterin Nele Nussmann mal raus in den Buchhandel geschickt, um aktuelle Stimmen einzufangen. Eine kurze Frage, Herr Völli. Welche Fußballbücher laufen im Moment am besten bei Ihnen? Jürgen Dame, ich korrigiere ungern, aber es ist Einzahl. Wir haben nur ein einziges Fußballbuch, was momentan sehr gut läuft, überhaupt läuft bei uns. Das ist dieses Buch. Fußball ist nicht das Wichtigste im Leben, es ist das Einzige. Bestseller, muss man sagen. Herr Scheidle, können Sie uns vielleicht einige Bücher aus der Sparte Fußball empfehlen? Es gibt momentan eigentlich nur ein einziges Buch, was wir sehr gut verkaufen, was wir wunderbar verkaufen. Das ist folgendes Buch. Fußball ist nicht das Wichtigste im Leben, es ist das Einzige. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Ganz tolles Buch. Danke. Hier sind wir im Spezialgeschäft für Fußballbücher. Herr Kuhner, Sie sind Experte. Welches Werk läuft denn im Augenblick bei Ihnen so richtig rund? Moschen, ich kann Ihnen eins sagen. Es gibt nur ein einziges Buch, was überhaupt läuft. Und das ist das hier. Fußball ist nicht das Wichtigste im Leben, ist das Einzige. Herrschaften, ich kann nur sagen, kaufen, ne? Na klar. Das überrascht mich natürlich jetzt schon sehr und freut mich natürlich auch, aber vielleicht sollten wir doch besser nochmal eine Institution der Welt der Literatur fragen, ob dieser Unterhaltungsroman den hohen Ansprüchen der Literatur auch genügen kann. Große Literatur ist immer auch große Unterhaltung. Das hört sich ja immer besser an. Herr Reich-Ranitzky, können Sie sich denn vielleicht vorstellen, mir so eine kleine Empfehlung auszusprechen? Nein, ich will nicht mehr sagen. Sie werden mich nicht zwingen. Ich will das nicht. Ich will Sie doch so gar nicht zwingen. Doch, Sie wollen mich zwingen, Sachen zu sagen, die ich nicht sagen werde. Viele Profis und Ex-Profis haben sich so ihre Gedanken zum Thema Buch und Fußball gemacht, aber niemand hat es so präzise auf den Punkt gebracht wie Berti Vogts. Berti Vogts hat einmal gesagt, wenn ich einmal ein Buch schreibe, dann schreibt das meine Frau. In diesem Sinne machen wir besser Schluss für heute. Bis zur nächsten Woche und Glück auf. Nein, mehr ist darüber nicht zu sagen.